Letztes Mal. Bei uns. Zähl weiter. Scheiße, ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Was habt ihr gemacht? Ihr wart im Schwimmbad, ne? Wart im Schwimmbad, aber das war irgendwie der relevante Teil. Sophia hat einen Wanz abgeholt, das weiß ich noch. Und einen Aluhelm gebaut. Was war denn in der zweiten Folge? Ich weiß, dass hier Claudius, ich vergesse mal seinen verkackten Namen, der Gockel eine Rolle spielte. Puka. Ja, es ist... Pascal. So rum. Es geht quasi darum, dass wir ja demnächst eventuell auf die Kacke hauen wollen. Ja. Also Teile von uns. Du ja nicht so. Ich will nur helfen. Als zurückhaltender junger Mann, der du bist. Eben. Ah, stimmt, Sophie hat versucht, hier das Bild in mit den Sternen zu malen in... Was? Genau. Ich glaube, da ist man in die Luft, ne? Hm. Und haben wir nicht da auch unseren Träumer kennengelernt? Also beziehungsweise den Träumer unseres... Nee, das war davor. Genau. Ich muss euch das noch was geben mit Thorald. Ich wusste doch nicht, was ihr mit dem macht, wenn die ganze Sache mit dem Manns vorbei ist. Die Info wäre vielleicht schon noch nützlich gewesen, weißt du? Welche? Na, das mit den Träumern. Wäre blöd gewesen, wenn ich das vorher gemacht hätte. Jetzt sagt ihr vielleicht, nee, du bist doof. Und dann hättet ihr das nie erfahren, dann wärt ihr gestorben. Wäre doof. Ja, das ist richtig. Nee, aber ich glaube, in der zweiten Folge war auch nicht mehr so viel, ne? Und wenn wir was vergessen haben, dann leckt mich. Viel Spaß und bleib geil. Also, Daddy, da du das ja noch nicht so kennst und das auch nirgendwo stehen würde, solche Sachen wie Sophie meint, die will mit dem Sternenlicht in die Flüsse und Fenster die Seen und Dings schreiben. Easy. Na klar kannst du sowas. Solange das umso kreativer und dümmer, umso besser. Okay. Kostet halt X, bestimme ich dann mal irgendwann. Aber sowas kann man auf jeden Fall mal machen, ne? Ich meine natürlich sowas wie, ich zünde den Typen da mit meinem Willen an. Was muss ich denn da machen? Würde ich eher sagen, nee. Aber so prinzipiell geht das mal alles. Krieg mal alles hin. Irgendwie. Okay. Gut. Pass auf. Ach, wir sind ja sogar im Oktober, okay. Oktober, Anfang Oktober. Ist es ja so, dass zum Wochenende hin, also Freitag exakt 17 Uhr, kannst du die, nennen wir es mal Hauptstraße, die Straße von Marktplatz weg, was schon eine etwas größere Straße ist, na gut, ist eine Fußgängerzone, aber ist egal, die ist etwas größer und besuchter. Die ist dann einfach leer. Heuballen fliegen durch die Gassen, also Heuballen aus dünner Papier zum Beispiel. Einfach weil die ganzen, vor allen Dingen kürzlich immatrikulierten Studenten, ja, irgendwie das Bedürfnis haben, freitags sofort zu Mutti zu fahren und erst am Montag oder am Sonntag wiederzukommen. Das heißt, da ist einfach wirklich, das wirkt sehr tot. Das wird dann erst mal so ein bisschen später am Abend wieder etwas voller. Es ist einfach unglaublich, wie furchtbar leer das dann ist. Wenigstens wohnt ihr an einer etwas größeren Kreuzung. Kriegt davon nicht ganz so viel mit. Denn es ist teils gespenstisch. Aber unabhängig davon. Selbst wenn ihr am ruhigsten Ort der Welt wohnen würdet, habt ihr jetzt wenigstens wieder euren scheiß Vermieter, der Schlagzeug spielt. Also er kann das nicht gut. Und ist egal. Und er hat auch kein Schlagzeug. Aber er hat Dinge zum Krach machen und ist motiviert. Das ist ja schon mal was. Dazu natürlich das Gefiepse und Geraschel und Gepiepe irgendeines Singvogels im Treppenhaus. Und warum ist schon wieder dieser Vogel hier? Keine Ahnung. Weißt du was? Ich besorg mir jetzt einen Vogelkescher. Und hol mir diesen Vogel. Okay. Also ich meine, einen Vogelkescher zu besorgen, du hast wie gesagt irgendein Tiergeschäft da, irgendwas in der Richtung und wenn du es umbauen musst, wirst du es schon finden. Aber wenn du wiederkommst, dann ist der Vogel ja nicht mehr da. Das ist okay, nächstes Mal, wenn der rumpiepst,
habe ich einen Notfallkescher zu Hause. Der gute alte Notfallkescher. Ich will diesen Vogel, weil ich werde ihn fragen, was der Scheiß soll. Mhm. Alles klar. Willst du ihn auch den Kopf abbeißen und sein Blut trinken? Nein, ich werde ihm androhen, mit ihm zum Wanst zu gehen. Das ist ganz einfach. Entweder du sagst mir, was ich wissen will, oder ich gebe dich dem Wanst. Das ist eine ganz einfache Reaktion. Was ist los mit dir? Keine Ahnung. Ich werde das erfahren. Die Tür nach unten, ne? Die ist so relativ gesprächsbereit. In den Keller. Ja. Ja. Dann gehe ich einfach mal zu ihr. Eröffne sie. Und untersuche sie auf Spuren, dass ob der Vogel dagegen gekackt hat. Nee. Gut. Der Vogel hat tatsächlich nirgendwo hingekackt. Ja, nee, ist es so. Dann, wenigstens nicht hier. Ja, schön, dass es dir gut geht. Dir geht's doch hoffentlich gut. Ja, schon. Also. Sehr gut. Dieser kleine Piepsmatz, der hier die ganze Zeit rumfliegt, hast du den gesehen? Wer Augen hat, der sehe. Wer Ohren hat, der höre. Naja, du hörst ja auch mich. Und hast keine Ohren. Also könntest du auch was sehen. Ein bestechendes Argument, aber ich habe nichts gesehen. Na gut, hätte sein können, weil da oben hat er was hinterlassen. Ich hatte die Befürchtung, dass er hier noch mehr Sachen hinterlassen hat. Und bin einfach mal rumgegangen. Und geguckt. Ja, kann man mir nicht. So, er singt schön. Das mag sein, ja. Wobei mich irritiert, dass er immer wieder hier reinfliegt. Kommt das häufiger vor? Allerlei merkwürdige Dinge hier kommen ständig vor. Na ja gut, das ergibt Sinn, nicht wahr? Also ich meine, wer erwartet das bei diesen Hausbewohnern? Es ist natürlich selbstverständlich. Ich bewege die Tür mal so hier leicht prüfend hin und her. Braucht sie eine Ölung? Nö. Sehr gut. Also ich gehe mal davon aus, dass du das sowieso ab und zu machst, wenn du runtergehst oder so. Ja, deswegen halt diese Kontrolle, ne? Diese Kontrolle. Ich hab's schon lange nicht mehr kontrolliert, also dementsprechend kontrolliere ich das mal. Ja, die hat schon auch einen etwas höheren Schmierfettbedarf, aber geht gerade noch. Das ist, wenn das doch gerade noch geht, dann kriegt sie natürlich noch ein bisschen was ab. So ist das ja nicht. Also die muss ja gut geflutscht sein. Ja, wenn du es richtig gut flutschen willst, dann immer rein damit. Ja, sicher, dann kriegt sie halt so noch so ein, zwei Stunden, ne? So. Geht doch gleich viel besser. Sehr schön. Es ist halt wichtig, ne, dass die vernünftig poliert ist und vernünftig funktioniert. Ich meine, das ist die ist meine Lieblingstür. Mit der kann man vernünftig reden. Die Eingangstür ist so komisch. Ja, na klar, ich habe auch eine Lieblingstür. Hallo? Ja, ist ja. Das so. Ja. Warum ist eigentlich... Genau, ich frage dir einfach die andere Tür. Warum ist eigentlich die Eingangstür so grießcremig? Sie schmollt. Warum? Sie wollte gern andersrum eingebaut werden. Oh. Ja, das ist doch kein Ding, das kriege ich doch hin. Sie hielt sich eher für einen Linksblättler. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich werde dafür mal fragen, ob ich sie anders einbauen soll. Das kriege ich bestimmt hin. Ich finde nicht, dass man diesen Querelen und diesen Mätzchen immer nachkommen sollte. Immer diese Sonderwünsche. Ja, aber... Nur weil sie die Hauseingangstür ist. Ja, aber stell dir mal vor, niemand würde dich ölen. Das wäre ganz schön scheiße. Aber sie ist geölt, außerdem schließt sie nicht im Winter... Und schließt so fest im Sommer, sie sollte sich erstmal daran machen, sich weniger zu verziehen, wegen jedem bisschen Temperaturunterschied. Vielleicht
wird es auch besser, wenn wir sie richtig drehen. Ja, aber welches Zeichen gibst du denn dann an all meine Kollegen? Lehnt euch nur auf und lehnt euch nicht an und schlagt nur beim Wind richtig kräftig zu, sodass die Fenster bersten, damit ihr kriegt, was ihr wollt, also wenn wir so anfangen. Da hast du natürlich auf eine andere Weise recht. Aber ich sag mal so, ich kann ja fragen. Es schadet mir nicht. Was soll uns schon passieren? Wie du meinst, aber ich halte sie für ein verzogenes Miststück. Vielleicht hast du recht, ich weiß es nicht. Ich kenne sie ja noch nicht so lange wie du. Ich spreche mal mit ihr. Vielleicht ist sie dann, wenn sie glücklicher ist, auch viel netter. Viel. Erfolg. Werde ich bestimmt haben. Super. Also fehlt dir sonst noch irgendwas? Nein. Das finde ich gut. Ich kontrolliere trotzdem nochmal, ob das, ne, ob nicht irgendwas irgendwo lose ist oder sowas. Das ist so, er sagt ja gerade, dass er nicht quengeln will, also dementsprechend wird nochmal irgendwo hier noch eine Schraube nachgezogen. So halt das Wichtigste halt gemacht. Passt alles. Ausgezeichnet. Und dann gehe ich zur Haustür. Hallo. Ja, bis da. Wie geht es denn in meiner Lieblingshaustür? Ich fange halt mit ganz normalen Wartungsarbeiten an. Was erlaubst du dir eigentlich? Fass mich nicht vor allem Bugrobia an. Die ganz normalen Wartungsarbeiten, ich denke mal... Dann wäre es ja mal höflich vorher zu fragen, ob das in Ordnung für mich ist. Ich greife dir auch nicht einfach so in die Buchse. Fehlt auch schwer ohne Hände, nicht wahr? Oh, snap! Nein, also es... Du hast nicht geantwortet, ich dachte, das ist dann okay. Das ist, Muss ich denn jetzt jedem dahergelaufenen Typen mit dicker Wampe und roten Haaren antworten? Lass mich doch einfach in Ruhe. Und nimm deine Wichsgriffel da weg. Hätte es sein können, dass ich irgendwas für dich tun kann, nicht umbauen oder irgendwas, was dich schon lange stört, irgendwas... Ach, findest du, dass ich Umbau bräuchte? Ja, bin ich nicht gut genug für den Feinherrn? Nein, also wenn du das möchtest. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Vielleicht hakt es irgendwo, weil, also, was ich abschleifen kann, was ich neu machen kann. Ja, ich wollte dir Ecke und Kante immer sofort behoben werden mussten, damit man eine normierte Tür ist, damit man normal ist. Nur normale Türen sind offenbar cool. Ich verstehe das schon. Du kommst nicht klar, wenn etwas ein bisschen anders ist, außer der Reihe. So hätte ich dich schon immer eingeschätzt. Spießer! Nein, ich war nur nach deinem Wohlergehen besorgt. Ja, aber nur, wenn mein Wohlergehen auch in deine normierte Weltvorstellung passt. Wegen meiner könntest du komplett schief sein. Das ist mir relativ egal. Wenn du nicht möchtest, dass ich dich warte, ist das auch kein Problem. Dann kann ich damit gerne aufhören. Ja, bitte. Hm. Ich fühle mich schön, so wie ich bin. Das ist ja kein Problem. Ich wollte ja nur helfen. Ja, das ist immer das Schlimmste, wenn sie so hilfsbereit sind. Oh bitte, ich erlöse dich von deinem Leid, weil du hier einen kleinen Metallspan hast, der dich ein bisschen kratzt und schiebt. Oh, der muss ja weg, damit du schön bist. Nehme ich mein Befinden von schön nach. Alles gut. Dann, wenn du das nicht möchtest, ich pack einfach alles ein. Ist ja kein Problem. Steckst du dahinter, Kellertür? Warte, ich komme noch. Na, wie denn ohne Beine? Oh, fucking snap. Dann gehe ich nach unten, werde mir ein bisschen, wie groß ist der Flur? Kann ich quasi da Dinge schneiden, zum Beispiel so Holz zurechtschneiden und so weiter und so fort? Ist da genug Platz für? Willst du das quasi in Sichtweite der Hauseingangstür machen, ja? Ja, aber nicht jetzt direkt. Locker. Also, ich meine, du würdest dann halt zwischen der Wohnung von...
Also nur für den Fall, also ich will, was ich festhalten will. Du wurdest zwischen der Wohnung von Satt und der Mutter, allein der Mutter mit ihrem Dude da, also Sohn, stehen, aber du hättest auch da noch genug Platz, dass sie beide mit einem großen Wäschekorb oder sonst was an dir vorbei könnten, wenn du da was verstellen willst. Der Hausflur ist ziemlich breit. Genau, gibt es irgendwelche Probleme an der Treppe oder was, die ich fixen kann? Was ich halt suche, oh, ich kann die Treppe polieren, perfekt, das ist bestimmt eine Holztreppe, oder? Also ich meine, du hast, ja, das ist eine Holztreppe, du hast... Perfekt, das reicht mir schon. Ich möchte nämlich jetzt gleich die Treppe nochmal abschmiergeln und so weiter und so fort. Ich werde natürlich jede Tür abhängen, bis auf die Holztür, die Hauseingangstür. Und das alles sehr staubig gestalten. Also, erstens, du sie hast beleidigt leider... kein Heinzelmännchen. Ja, warte mal kurz. Erstens, hast du leider... Ist das überhaupt dein Charakterblatt? Nee. Da war er. Einen Bandschleifer kann man sich ausleihen, das kriege ich nicht. Nee, das ist ja okay, ich wollte noch was gucken, okay. Also bei der Treppe, was irgendwann mal, du hast halt leider keinen Holzarbeiten-Shit oder sowas, da fehlen halt zum Teil die, wie nennt man das, Beine? Mhm. Okay, nehmen wir es mal Beine. Die wurden durch einfache Holzblöcke ersetzt an manchen Stellen, das wäre vielleicht mal was für irgendwann, wenn du das kannst. Aber da gibt's genug zu tun. Ansonsten Türen aushängen, du kannst die Türen nicht aushängen, weil du weißt schon, dazu müsstest du in die Nee, abhängen. Also ich will sie abhängen, sodass die nicht vollstauben, weißt du? Ach, ab, ja. Naja, sicher. Weil vollstauben soll ja nur die Haustür. Achso, ich verstehe. Sie will ja nicht, dass ich sie anpacke. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Also du fängst im Wesentlichen an, nützliche Dinge zu tun, aber hauptsächlich viel Dreck zu produzieren, ja? Ja, genau, es geht halt, es ist immer etwas, was und sinnvoll ist. Und die Tür aufmachen, damit ab und zu mal so ein Lüftchen einfahren kann. Genau, es soll ja nicht zu staubig werden. Entschuldigung. So eine Bandschleifmaschine ist sehr laut. Ja, aber du machst ja zwischendurch Pausen. Ja, aber dann habe ich ja Ohrenstöpsel drin, wenn es laut ist, die Maschine. Okay, dann hörst du das nicht. Das ist okay. Ja. Das wird jetzt ein kleines Bett. Diese Tür wird sich nicht mehr für mich öffnen. Das ist mir egal. Ja, das ist mir egal. Ist doch alles in Ordnung. Ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Nein, Famitia hat geschrieben, Einzelmännchen, wir führen lieber einen kleinen Krieg mit einer Tür, anstatt nützliche Dinge zu tun. Das ist nützlich. Und? Pass mal auf, was du für einen kleinen Krieg da führst, Flumi. Davon wollen wir gar nicht anfangen. Genau, nur weil sich irgendein Rad nicht dreht. Schlimm. Echt mal, besser, es dreht sich nicht, als man hat's ab, so wie sie. Ja, ja. Also, ich habe Dinge zu tun und ich habe Zeit. Das ist kein Problem. Das ist schön. Ich werde natürlich auch immer schön dann alles nach unten fegen und das natürlich vor ihrer Nase quasi wieder auffegen, alles und so weiter und so fort. Mhm. Das ist gut. Alles klar. Mhm. Sophie. Hm. Hast du eigentlich was vor? Nee, stimmt. War dumm. Nimm das zurück. Nicht, Sophie. Ich brauch dich nicht. Weiß ich doch. Ich hab eine ganze Menge vor. Okay. Sophie. Was? Es klingelt an eurer Haustür. Du hörst übrigens das gerade noch so, denn irgendjemand im Treppenhaus macht einfach ganz schön viel. Der muss vermutlich, wie immer, der verdammte Vermieter sein. Klingt nach irgendwelchen Holzarbeiten. Er kann sich einfach nicht benehmen. Haben wir eigentlich eine Gegensprechanlage? Ja. Aber es ist die Haustür. Also die Wohnungstür. Ach so, ja, du hast gesagt, klingelt an der Haustür, deswegen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Dann mache ich die Wohnungstür auf. Jo, da steht ein kleines Mägdelein, ganz Wut und Brand und, Wo ist mein Hut? Den hast du doch mit runtergenommen. Nein, aber jetzt ist er weg. Dann machen wir 9. Man kann doch nicht einfach einen neuen bauen. Das klappt doch nicht. Wir können einen besseren bauen. Nein, der war gut, perfekt. Na komm, dann gehen wir ihn suchen. Ich hab überall gesucht. Sogar auf dem Dachboden. Du, hier oben ist er nicht. Also, das letzte Mal, wir haben ihn ja zusammen gebaut. Und dann hast du ihn mit runtergenommen. Und dann wolltest du ihn für dich. Nein. Doch, die Leute wollen mir immer alles wegnehmen.
Komm mit, wir gehen mal gucken. Du solltest dir lieber überlegen, ob du ihn mir nicht ganz klammheimlich in mein Zimmer legen willst, wenn ich gerade nicht da bin. Bis morgen früh zum Beispiel. Wanst, komm mit rein, wir gehen jetzt gucken nach dem Hut. Nein. Ich werde jetzt noch mal in meinem Zimmer suchen und vielleicht ist der ja morgen früh einfach da und dann werde ich auf keinen böse sein. Soll ich dir suchen helfen? Nein. Bis morgen früh. Und dann dampft sie ab. Sophie guckt kopfschüttelnd dem Wanst hinterher. Da sie nicht mehr genau weiß, wie der Hut war, kann sie ihn jetzt auch nicht nachbauen. So ist es. Man kann Imperfektionen schlecht kopieren. Richtig. Außerdem hat sie recht. Es gibt nur diesen einen Hut. Der eine Hut, sie zu knechten, Junge. Nein, sie zu schützen. Also. Ja. Sophie. Oh Gott, was macht die denn? Die muss ich, braucht die noch ein bisschen Grundlage für das, was da jetzt noch kommt? Die muss noch einen Zeugen finden, aber da nimmt sie wahrscheinlich David. Und, sind jetzt eigentlich, es ist jetzt Oktober, es ist Ende September, Anfang Oktober. Wir spielen gerade am 1. Oktober. Es ist der 1. Oktober, das heißt in 2 Tagen ist der 3. Oktober. Da ist Feiertag übrigens. Ja, das ist klar. Aber sind da irgendwelche Veranstaltungen geplant in Halle? Irgendwas, was so inspirating Geilon-Shit ist? Poetry Slam. Naja, nicht nur. Es ist auch irgendwelche Veranstaltungen, wo also so irgendwelche Begegnungsveranstaltungen, irgendwas, wo so richtig krasser, geiler Shit läuft, irgendwelche. Also, oder ich sag's nur ungern, aber ich glaube, die Wiedervereinigung wird heute. Da ist eher kritisch gesehen, auch in Sachsen-Anhalt. Ja, weil das doof ist. Wir haben die besten Wiedervereinigungskuchen der Welt gebacken. Und wir mussten nicht sagen, ich habe die beste Wiedervereinigungsflagge der Welt getrunken. lass mich mal kurz was nachgucken. Du hast Recherche 2. Erst die Veranstaltungen in den richtigen Studienfächern, das müsste doch eigentlich noch der Shit sein, weil irgendwie alle noch irgendwie, ja, oh, geil, was Neues, cool, dü. Raus von zu Hause. Erst die Partys. Also, die ein oder andere erst die Veranstaltung, wenn die, also ich meine, es reicht nicht, wenn da nur die richtigen Leute sind, glaube ich, sondern die muss auch an sich ein Stück weit inspirierend sein, aber vielleicht sind ja manche erst die Veranstaltung besser als: Oh, wir ziehen durch die Kneipen. Oh, wir machen einen Stadtrundgang für Studenten. Das sind wir nicht. Aber vielleicht gibt es das eine oder andere da schon. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine eher was anderes, was jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich stattfindet. Weil ich rede jetzt nicht von den. Also erst die Veranstaltungen sind das eine. Die Partys, die richtigen, die sind ja dann auch irgendwann. Ja, aber wieso sind die denn in irgendeiner. Also da musst du mir deinen Gedankengang erklären, dann stimme ich vielleicht zu. Der Gedankengang ist, wenn die Uni angefangen hat, was ja jetzt irgendwie der Fall sein müsste. Ja, ja. Innerhalb der ersten paar Wochen finden, zumindest kenne ich das noch so, die haben viele Fakultäten, nicht alle, aber viele, klassischerweise eine Riesenfete, wo quasi, die heißen dann nur erst die Partys, kommen aber immer alle. Mhm. Und ja, und die waren immer ziemlich disgusting, ja. Also die ich kenne, das sind so die Semesterfeten gewesen. So, weil halt alle hinkommen und alle richtig Bock haben und weil das irgendwie, sind immer die größten gewesen. Aber die richtigen Absturzfeten. Aber was davon ist irgendwie träumerisch?
die, die noch nicht ganz so ausrasten. Oder zumindest am Anfang des Abends, weil irgendwie die jungen Studenten, die als auf ihre erste Studentenparty gehen, raus von zu Hause und so weiter und so fort. War nur eine Idee. Ja, aber ich glaube, dann sind tatsächlich in den richtigen Studienfächern die ersten Universitätsveranstaltungen besser. Weil die Partys sind am Ende ja doch Dancen, Saufen etc. und bringen nichts Neues, weil eine Disco haben die meisten schon mal gesehen. Und ob wo die stattfindet oder mit wem, ist da irrelevant. Aber ich glaube, in manchen Fächern vielleicht tatsächlich die erste Veranstaltung können cool sein, wenn man halt mehr macht als ich bin Professor Dietmar und ihr werdet bei mir lernen, keinen Spaß am Leben zu haben. Dazu muss ich jetzt noch mal fragen, gibt es in Studienfächern, also bei bestimmten Kunstfakultäten ist das so, dass die im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr eigentlich viel ihren eigenen Shit machen. Also selbst irgendwie erstmal was machen und wenig Veranstaltungen haben, um. Ja, du hast so gesehen, wie es zum Beispiel an der Burg ist, wo du halt studierst. Also ich meine, du hast beides. Na, das wären quasi eigentlich die ersten freischaffenden Sachen, die da so machen, denke ich mal. Oder die erste Vorlesung bei einem Prof, der richtig gut ist. Na, sowas meine ich halt. Wenn du halt, ich meine, du wolltest ja hinaus auf das, die Erwartung an das Leben nach der Schule plus ohne Mutti. Und ich denke, dass das eher hervortritt, das, was da erscheinen kann bei einer Veranstaltung unter einem guten Professor oder Dozenten, was auch immer. Oder als auf einer Party. Das Einziehen ins Studentenwohnheim. Der erste Kram, was da im Studentenwohnheim ist. Das erste Umziehen, die erste eigene Wohnung, der erste Kram. Ja, und da so eine Flurparty, das ist auch noch ein bisschen persönlicher und ein bisschen, ja, das könnte auch gehen. Also du willst, um das nochmal zu klarifizieren, ach nee, stimmt, du wolltest Tag der Deutschen Einheit, weil da die Partys sind, okay. Ja, ich halte tatsächlich Veranstaltungen, also Uni-Veranstaltungen für sinnvoller als die Partys, weil ich kenne die halt nur als das typische, doch sexy Mittwoch, bloß in anders. Okay, ich nicht. Ich kenne sie tatsächlich sogar anders. Aber, die Uni in Halle echt lahm sein. okay. Aber ansonsten irgendwelche Studentenwohnheimsgeschichten, wenn da nochmal was ist, irgendeine Flurparty oder sowas, die sind ja auch meistens irgendwie ausgeschrieben in den Studentenwohnheimen, kann man da ja wenigstens meistens gucken, kann man da ja zumindest mal gucken gehen und so. Ich glaube. Oder die erste WG-Party, das geht auch immer. Bei uns war auch sowas wie das im Theater an irgendeinem zufälligen Tag, von dem keiner was wusste, nicht die Schauspielstudenten da halt gespielt haben, sondern irgendwelche Erstis, die sich hier heim irgendwo eingetragen und beworben haben und da dann völlig ausgerastet sind. Okay. Das ist ja auch noch okay, weil da war das halt, dass da irgendwelche Schauspielstudenten sind und die machen dann halt Sachen oder halt nicht Studenten, sondern halt Schauspieler. Und dann kommt halt irgend so ein Geisteswissenschaftler und rastet komplett. Das ging ja auch, aber auch der andere Kram, den du erzählt hast, ja. Ja, einfach nur mal gucken, da wird Sophie sich jetzt mal vermehrt drum kümmern und auf solchen Veranstaltungen auch mal auftauchen, um mal zu gucken, was so geht. Lass uns das mal abstrahieren. Abstrahieren? Also die ganze Woche jetzt meinst du im Wesentlichen, ne? Oder wie lange willst du das machen ungefähr? Na, ich sag mal, Veranstaltungen, die auch irgendwie Sinn ergeben. Also zu Juristen wird sie sich jetzt nicht hinstellen. Aber, so ein bisschen halt jetzt. Sie geht einfach mal gucken, weil sie auch mal die Möglichkeiten austesten will. Also das wird jetzt schon ein bisschen mehr oder ein bisschen verstärkt so sein. Plus, die macht ja noch ihren eigenen Kram. Und ja. Okay. Also die macht noch ihre eigene Kunst. Das hört sie ja nicht auf. Das ist ja ihr tatsächlich wichtig. Die testet jetzt auch mal vermehrt irgendwie bestimmte
Orte in der Stadt aus, auch mal irgendwie sowas, einfach nur um sich einen Überblick zu verschaffen, wo sie wann hin kann und wo besser nicht. Und übrigens, die App ist ziemlich zuverlässig, die du hast. Okay, cool. Also, du findest am 2. Oktober und danach erstmal, weiß ich noch nicht, wie, muss ich dann sehen, wie habt ihr springen, aber am 2. Findest du bei irgendeiner, es ist so eine Strukturvorlesung, weiß ich nicht, wo erklärt wird, wie das Studium abläuft und worum es geht für die Deppen, die sich das nicht vorher angeguckt haben. Und der Typ, der das macht, ist ziemlich cool und du kommst danach, das ist dann so dann in Seminargruppen aufgeteilt, wo dann die Älteren, die Jüngeren aufklären, findest du irgendeinen Dude, mit dem du labern kannst. Und der hat richtig Bock. Das Ganze ist von, der macht, ja, weiß ich nicht, ja, Religionswissenschaften und ja, Slavistik oder sowas. Und der hat auf jeden Fall richtig Bock. Und einfach vom Gefühl, es ist das Aufbruchsgefühl. Du spürst oder du erinnerst dich an eine Art von geistigem Lauern ist das Falsche. Ja, an aufgeräumte Vorfreude und große Erwartungen, wie du sie damals kennengelernt hast als ersten, also von der Art her Lichtschein, nach den dunklen Jahren, die es so gab, als Kant die Runde gemacht hat. Der Typ hat richtig Bock, sich seines Verstandes zu bedienen. Wer weiß aber, dass man, also wie viel davon ist, aber allein von dieser Aufbruchsstimmung bekommst du einen Teil ab und kannst ihn mit Hilfe des Traums formen und dir zuführen. Das Gespräch dauert schon eine ganze Weile und ich meine, du kannst natürlich nicht mehr nachfühlen, wie das für den ist. Und du hörst ihn im Laufe dieses Gespräches ein wenig lenken, um einfach die, ich meine, das meine ich nicht mal böse, sondern eigentlich verstärkst du ja nur sein Glücksgefühl aus ihm heraus, weißt du, weil du sprichst die Dinge an, über die er sich dann, oder gibst ihm da einfach Zustimmung von den Sachen, die du auch ähnlich erlebt hast, als du da angefangen hast, um ihn letztlich auf einem höheren Level der Vorfreude kulminieren zu lassen. Aber davon kannst du dich ein wenig nicht nähren, sondern anreichern. Wie Uran. Aber es war nicht ganz leicht, den zu finden. Du warst auf ein paar Veranstaltungen. Du merkst meistens innerhalb von 5 Minuten, ob da irgendjemand dabei ist, der kurz mal in der Lage ist, was dir zu helfen. Und der ist auf jeden Fall kein Träumer, der Typ. Okay. Gut. Am Tage der deutschen Einheit bekommst du eine Neukerrohrpost von Pascal. Das hätte ich mir aufschreiben sollen übrigens. Triff mich morgen bei Anbruch des Mittags, in Klammern oder so, keine Ahnung, wird vermutlich später, auf dem Petersberg. Ich wählte diesen Tage, um schon mit dem Datum meinen Stinkefinger in Richtung Schloss zu erheben. Du solltest übrigens eine Menge Kuchen mitbringen, denn ich habe Hunger. PS. Ich meinte den Mittag, bei dem die Sterne am Himmel und der Mond vielleicht auch sind, müsste ich aber nochmal auf den Kalender gucken. Dann muss ich ja wohl David mitnehmen. Ich muss kurz weg. Alles klar. War das jetzt ernst gemeint? Offensichtlich. Vielleicht kommt seine Pizza. Und nein, ich weiß nicht, ob er sich eine bestellt hat. Okay. Dann habe ich das so registriert. Werde David eine Nachricht schreiben.
Handy sei Dank. Und also eigentlich nur, dass er heute Abend zu Hause sein soll und sich nichts vornehmen soll. Oder nee, an dem Abend dann, so. Und ja. David soll ein Zeuge sein, ja? Ja. Den kann man vertrauen, ich hab sonst niemanden. Kann man das? Ja, ich denke schon. Ja, wen soll ich denn sonst fragen? Den Wanst? Was soll ich denn sagen? Ich kann nur wiederholen, was du sagst und dabei grinsen, um dich zu verunsichern. Ich finde, mehr steht mir wirklich nicht zur Verfügung. Ich tue hier mein Bestes. Um mich zu verunsichern? Danny, du bist wieder da, ja? Mhm. Okay. Du hast eine Nachricht bekommen am Tag der Deutschen Einheit, dass du morgen Abend dir frei halten sollst von Sophie. Okay. Schreib ihr ein, warum? Erkläre ich dir später. Du wirst ihn am 3. vermutlich irgendwann noch abends in der Wohnung treffen. Also ja. ihr könnt gerne da hinspringen. Dann kommt sie irgendwann in sein Zimmer reingerauscht. Mir wird übrigens aufgefallen sein, dass die Treppe jetzt richtig geil gebohnt ist und hast nicht gesehen. Ja, und vielleicht aber, ist die Haustür etwas verspannt. Aber es ist David. Der macht immer so einen Blödsinn. Ja, das fällt mir bestimmt auf, aber... Also dir fällt erstmal auf, dass deine Schlüssel halt ungefähr 10 Minuten braucht, bis er da reinflutscht. Also nicht in die Treppe. Achso, David, Sophie ist übrigens, ich sag mal, glamorous. Oh. Und zwar komplett. Nice. Du siehst ja richtig gut aus. Ich weiß. Muss ich mich auch mal bald beschäftigen mit. Dass ich das wieder voll kriege. Dass ich auch mal wieder ein bisschen aussehe, wie ich aussehen muss. Du hast immer noch rote Wangen und eine buschige Augenbraue. Ja. Und was sagst du zu der Treppe? Erstmal, was hast du mit der Tür gemacht? Dir ist schon klar, dass ich meinen Schlüssel da nicht mehr reingekriegt habe, ne? Ich durfte sie nicht abhängen. Ich darf. Dann ist sie halt jetzt verstaubt. Könntest du bitte deine Kleinkriege mit der Tür so ausfechten, dass sie mich trotzdem noch... Wieso keine? Das ist auch kein Kleinkrieg. Ich habe sie gebeten. Deine Auseinandersetzungen. Was für eine Auseinandersetzung? Ich habe mit ihr gesprochen. Deine Differenzen. Sie hat gesagt, ich darf sie nicht anpacken, also tue ich das auch nicht. Ist kein Problem. Ihr habt damit ja kein Problem. Ich will ihr ja nur helfen, aber ihr wollt ja nicht. Ja. Was? Haben die anderen Türen sich beschwert? Nein. Die sind alle lieb. Sure. Ich brauch dich als Zeugen. Egal, was du vorhast, da sind am besten keine Zeugen da. Doch, dafür brauche ich einen. Kannst du nicht auch angeben und sagen, das war ich und die Leute glauben dir? Nein. Ich brauche dich als Zeugen für einen Eid. Du solltest, glaube ich, keinen Eid schwören, oder? Doch, in dem Fall schon. Was zum Teufel hast du vor? Hat sie das David schon erzählt? Ich glaube nicht, ne? I don't remember. Hast du? Hat sie schon. Also die hat erzählt, dass sie quasi irgendwas mit anmalen möchte, aber sie hat noch nicht gesagt, was. Und warum und mit wem und alles. Ich hab dir doch schon gesagt, was ich vorhab. Ja und... Verzeihung? Ja, ja. Ja. Aber warum musst du da ein Eid spüren und mit wem? Und sollte ich das jetzt schon erfahren? Ist hier, keine Ahnung, was ist das für ein Eid? Was soll ich machen? Ein Eid der Stille ist das. Dann solltest du vielleicht nicht mit mir reden. Eben, aber ich brauche dich als Zeugen. Du wirst dann schon rauskriegen, worum es geht. Okay, muss ich irgendwie wissen, wie ich es mache? Nö, ich glaube, das erklärt er uns dann. Okay. Easy. Gut.
Da bin ich schon zufrieden. Heute Mitternacht auf dem Petersberg. Weck mich. Jo. Der Tag war anstrengend. Morgen. Morgen meine ich ja. So, ja gut, dann das kriegen wir hin. Weck mich trotzdem. Mach ich. Nur für den Fall. Muss ich dafür auch voll aufgeladen sein? Weiß ich nicht, glaub nicht. Alles klar. Ja, wäre blöd, wenn das daran scheitert. Ja, ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Na gut. Wir werden es erfahren, ob es schief geht oder nicht. Heißt das so ein ich frag nicht. Ich glaube, umso weniger ich davon weiß, umso besser ist das in diesem Zustand. Na, was dieser Eid ist, das ist nicht weiter dramatisch. Das kann ich dir erzählen. Das habe ich nämlich schon erfragt. Ah, okay. Dieser Eid, dann hau mal raus. Dieser Eid verhindert im Grunde genommen nur, dass oder bindet jemanden an ein Geheimnis und verhindert, dass er es weitererzählen kann. Und das muss beim zweiten erzählt werden. Das ergibt irgendwie wenig Logik, oder? Doch. Du brauchst einen Zeugen dafür und derjenige, der Zeuge ist, kann über diese ganze Geschichte nicht sprechen. Okay. Aber mit dir kann ich dann drüber sprechen, weil du bist ja quasi Teil davon. Weil sonst wäre das auch ziemlich dämlich. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal an. Interessant. Na gut, wir werden es erfahren. Es ist ja quasi unser erster. Richtig. Nee, nicht ganz, der erste. Ja, ich erinnere mich. Und außerdem, ich erinnere mich noch an. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir auf dem Berg standen? Auf dem Berg standen? Mhm. Es ist schon verdammt lang her. Es ist nicht in diesem Leben passiert. Ja, stimmt. Ja, ich entsinne mich. Seltsame Sache. Ja, aber ich glaube, das war was anderes. Sag mal. Ja. Hörst du das Vogelchen? Ja. Kannst du identifizieren, was das für ein Vogel ist? Und warum ist der hier und warum singt der? Weil es draußen kalt ist und nass. Das ergibt keinen Sinn. Merkst du selber, oder? Was weiß ich denn? Ich nehme meinen Köcher. Komm gleich wieder. Der ist draußen auf der Straßenlaterne, ne? Ja, vielleicht verschwindet der auch gleich woanders hin. Also du hast deinen Köcher und gehst raus, okay. Ja. Sophie kümmert sich nicht weiter um diesen Vogel. Das ist okay, du kommst doch nicht vom Land. Sie kümmert sich um ihren eigenen Vogel. Mhm. Spielt mit dem. Also, Daddy, du stehst draußen mit dem Köcher. Ja, ich möchte dazu sagen, dass ich die Tür frage, ob ich sie berühren darf, um durch sie durchzugehen. Sie antwortet nicht. Das ist gut. Wenn ich nämlich sagen, gut, wenn du nicht mit mir reden willst, dann ignoriere ich dich halt auch. Und dann öffne ich sie halt einfach. Hm. Musst ein bisschen drücken, aber geht schon. Das ist okay. Ja. Autos fahren vorbei. Leute gehen die Apotheke gegenüber. Ja, ich warte mal, bis keiner in der Nähe ist. So, wirklich nett. Also. Du bist an einer echt großen Kreuzung. Leute, Autos interessieren mich nicht. Nur Leute, die mich hören könnten, wenn ich. Ja, okay. Dass ich mit dem Vogel auf der Laterne spreche. Hm. Na, du kleiner Vogel. Was kann ich für dich tun? Also, sie guckt nicht in deine Richtung. Und zwitschert. Ich kann doch ein bisschen Glamour in mich selber hineinschicken, dass es dass man so quasi sieht, dass ich was anderes bin. Richtig? Also so ein bisschen meine chimärische Gestalt ein bisschen boosten. Also du kannst es nicht ein bisschen, du kannst ganz oder gar nicht und dann wird jeder Mensch den Hummelbanner-Trächer sehen. Das ist immer schlecht. Ja.
aber du lebst lange genug mit einem Tier zusammen, auch wenn es nur so Fies-Tier ist. Eben. Tiere scheinen irgendwie, ich meine, der Rabe war ja auch mit im Traum, scheinen, die Tiere können nicht banal sein, können sie einfach nicht. Das, und Tiere dürften eigentlich immer euren Shit sehen und vermutlich auch immer von eurem chimärischen Shit betroffen sein. Also, ich sag's, nee, warte mal, hast du irgendwas? Boah. Du hast nichts. Na doch, irgendwas, was du mal aus dem Keller mit hochgebracht hast, um irgendwas damit zu machen, was weiß ich. Konnte der Rabe versuchen zu klauen, also musste er es sehen können, also wird der Vogel sehen, dass du mehr bist als ein Mensch. Das ist gut. Ich will auch erklären, warum er mich anstirbt. Das macht er nicht direkt, der zwitschert eher so rum, der beachtet dich gar nicht. Ja, aber es ist irgendwas ist besonders an diesem Viech und es ist halt irgendwas Besonderes an diesem, ne, dass der immer wieder zu uns reinkommt. Du bist schon ein bisschen paranoid, oder? Moment! Das ist ja der Vogel des Frühlings. Die Orakel haben doch bestimmt alle einen, Alter. Maybe. Ich bin nicht paranoid, habe nur gerade festgestellt, Alter, es gibt Magie und allen möglichen Scheiß wie Feen und hast nicht gesehen. Wenn jetzt mir ein Vogel mir eine Geschichte erzählen will, dann höre ich dem zu. Der kann, weißt du, was der alles sehen kann? So ein Vogel kann verdammt wichtige Sachen wissen. Alle Vöglein sind schon da, kann er singen. Oder vielleicht ist das auch einfach nur eine verzauberte Prinzessin, die geküsst werden möchte. So nämlich, wer weiß das schon? Also zumindest verstehst du nichts von dem Gesang des Viehs. Wenn es eine Prinzessin ist, dann küsst sie dich nicht freiwillig. Das ist mir klar. Es ist halt, that's the spirit halt, ne, beim Rape Game. Nein, Also die Prinzessin, die ich so kenne, die lagen halt eigentlich immer alle willig da, um sich knuschen zu lassen. That's the spirit. Die wollten das doch. Ich meine, klar war die Alte bewusstlos im Dornröschen Schlaf, aber die wollten. Ja, eben, und das ist auch Mädchen, sind so scheiße. Also jedenfalls die Urfassung. Ja. Wie komme ich denn an diesen scheiß Vogel jetzt ran? Beziehungsweise. Oh. Gibt es jetzt irgendwie eine Möglichkeit, um mir das genauer anzugucken? Das ist irgendwie, das ist chimärische Sachen, scheiße, sehe ich nicht an diesem Vogel, ne? Überhaupt nicht. Man hat mir mal gesagt, man kann das irgendwie verbergen. Ja. Weiß ich, wie ich meine chimärische Aura verbergen kann? Noch nicht, ne? Doch, du hast schon mal die Maske fallen lassen, also wirst du umgekehrt auch wissen, wie das gehen könnte. Du hast noch nie probiert, aber du wüsstest, wie das gehen könnte. Was habe ich dafür gemacht? Habe ich mir mein Glamour irgendwie entzogen oder sowas? Na, du hast es noch nie gemacht, du weißt, wie es geht. Ich versuch das mal grob. Was muss ich dafür? Also, du wirst dafür was bezahlen müssen, ja? Ein Pünktchen. Kann ich versuchen, mein Glamour auf diesen Vogel zu werfen? Mit welchem Zweck? Naja, wenn das Ding verzaubert ist, also sprich, sich irgendjemand gesagt hat, ich tue jetzt so, als wenn ich ein gottverdammter Vogel wäre. Nee. Und nehme mir meine Aura. Glamour hat immer Formen, in die er entweder gepresst wird oder in denen er existiert. Der Träuber hat ja nicht reines Glamour für dich geschaffen, sondern er hat dir einen Apfel gemacht. Sophie hat das Glamour erhalten, indem sie die Gefühle gefiltert hat, sozusagen. Und die meisten Sachen brauchen Metaphern. Also du kannst nicht rein was hinwerfen. Das geht nicht. Das ist gar nicht fassbar, das Zeug. Es ist so chaotisch wie der Traum und das Innerste deiner Seele. Okay, ich versuche mal, mit Pfeifen zu locken. Reagiert er darauf? So. Flummi, was hatten wir denn gewürfelt, als du gesungen hast? Ausdruck, ne? Ja. Das könnte man doch hier hochmachen. Charisma und Ausdruck. Präsenz nennen wir das hier. Meine ich ja. Alter. Du pfeifst übrigens wie ein junger Gott. Natürlich, ich hab mein ganzes Leben noch nichts anderes gemacht. Bin schließlich der Pfeife. Vermutlich wirklich nicht, Alter. Na gut, also du pfeifst wie ein junger Gott. Du kriegst Beifall von euren Nachbarn, der oben am Fenster sitzt und auf die Straße guckt. Und der Vogel guckt dich jetzt an und hört auf.
strecke mir meine Hand aus. So, dass er darauf landen könnte. Das tut er nicht. Guckt er mich jetzt an? Der ja. Seine Augen sind... Ich meine, er ist echt weit. Seine Augen haben was Besonderes, aber der ist echt weit weg. Hm. Ich lege auf jeden Fall den Kescher mal an die Seite, dass ich nicht so bedrohlich aussehe. Hm. Ich weiß, ich wüsste jetzt gerade nicht, wie man mit einem scheiß Vogel kommuniziert. Vögel sind dumm. Man könnte natürlich versuchen, ob man mit Sir Rabenvogel von Ike Sir William von Dingsbox. Wenn Ike Fische. Genau. Ob der sich den mal zu Herzen nimmt, aber der frisst den wahrscheinlich eher. Was? Nein. Seine Eier würde er fressen, aber den vermute ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Doch, also könnte, aber eigentlich, also die jagen nicht so explizit. Nur wenn es nötig ist. Vermute ich. Er ist auch viel zu faul dafür, ja. Nö, zu faul ist er wahrscheinlich nicht. Dem macht das wahrscheinlich Spaß, aber... Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt echt fraglich. Hm. Nun gut, mein kleiner Vogel. Ich weiß nicht, was du von mir möchtest. Ich kann es schwierig einsehen. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Er starrt dich an und jetzt ist es auch sichtbar. Du kannst in seinen Augen das Universum und den Anbeginn der Zeit sehen. Nicht, dass du es verstehen könntest, aber es ist wie ein Blick in den letzten Winkel des Alls. Alles klar. Ich bin ein bisschen gefesselt von dieser Situation. Das ist, finde ich, ein bisschen faszinierend, diese Augen. Das hast du schon mal gesehen, aber du erinnerst dich nicht woran. Das ist aber nicht bedrohlich, ne? Das ist einfach nur... eher geheimnisvoll und faszinierend, ja. Alles klar. Dann würde ich wahrscheinlich etwas seltsam angeguckt werden, weil ich da mindestens eine halbe Stunde oder so stehe. Weil ich bin echt ein bisschen... Alter, ich willst du das Vieh jetzt auch mal einfangen? Nach unbestimmter Zeit. Was? Also dein Nachbar von oben. Nein, ja, das war schon klar. Du stehst da so. Ja, es ist ein bisschen weit oben und es ist ziemlich faszinierend, dieses kleine Geschöpf. Ja. Müsst ihr dann nicht hier irgendwie mit den Störchen chillen oder so? Keine Ahnung. Ja, gut. Auf jeden Fall wird es ihm bald zu kalt, wenn er hier bleibt. Ach, in der Stadt geht das schon. Der wird schon irgendeinen warmen Platz finden und gibt dir überall genug zu fressen. Man soll die überhaupt nicht mehr füttern, die Viecher, weil es ja überall so viel gibt hier. Ist dem so? Ja, habe ich mal irgendwo gelesen, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich den ganzen Tag mit Vögeln auseinandersetzt. Haha, verstehst du? Ja, weiß ich. Könnte dich mal mit zur zu einer Party nehmen, dann könnte ich dich mal verkuppeln. Das war irgendwie fies. Jetzt bin ich traurig. Jetzt hoffe ich, er fliegt weg. Ah, nimm das nicht so. Ich kenne da, glaube ich, genau die Richtige. Ja, also... verkuppelt werden ist aber echt ganz schön 19. Jahrhundert, findest du nicht? Nö, ich schmiede ja natürlich kein Bündnis. Ja gut, aber also ich meine... danke, nein. Ich bin nicht so verzweifelt, das passt schon noch. Alles klar. Viel Spaß noch, dann macht das Fenster zu. Ja, der Vogel bleibt da noch und der ist auch ganz gechillt oben auf seiner scheiß Laterne, richtig? Sie. Das ist doch echt.
Das kommt drauf an, ob Sophie immer noch nach der halben Stunde plus mit ihrem Vogel im Zimmer spielt oder ob sie ihn wieder rausgelassen hat. Wenn der raus will, lässt sie den immer raus. Ja, vermutlich wird der keine Dreiviertelstunde in dem Zimmer bleiben, nehme ich an. Das heißt, irgendwann wird der rausfliegen und dann wird er vermutlich irgendwann auch mal drüber fliegen und dann verpisst er sich. Auch wenn er ihn nicht fressen wird, so ein, er kann ja mit kleineren Vögeln spielen und das ist immer unangenehm für die kleineren Vögel. Wegen akuten Herzinfarkt und so. Na gut, dann gehe ich nach oben. Dein Sir William hat meinen kleinen Vogel verscheucht. Was? Was bist du jetzt unter die Vogelhalter gegangen? Ja, nee, noch nicht ganz. Aha. Wir haben in letzter Zeit häufiger mal besucht in diesem einen kleinen Vogel, auch im Treppenhaus. Aha. Einmal habe ich den gesehen, aber das ist wahrscheinlich ein Singvogel, der hier irgendwo, weiß ich nicht, nein, sein Revier hat oder so? Es ist ein Goldkehlchen, um genau zu sein. Und der müsste eigentlich überwintern. Goldkehlchen, gibt's die überhaupt? Nicht hier normalerweise. Warte mal, das ist echt eine Vogelart, die es gibt? Ja. Ich weiß es, echt? Ja. Scheiße. Es ist ja nie. Sie kommen aus Mittel- und Nordamerika. Nee, das wusste ich auch. Das war auch so gemeint. Wenn ich das richtig gelesen habe. Also das war jetzt aus dem kurzen Googlen, nachdem du mir den Namen gesagt hast. Ja, siehst du, ich habe einfach irgendwas gesagt. Läuft. Wolltest du einen heimischen Singvogel oder? Nee, ich wollte schon was es eigentlich nicht gibt, aber jetzt nehmen wir das Goldkehlchen. Macht weiter. Vielleicht ist der irgendwo mit oder der ist irgendwem ausgebüxt oder was weiß ich. Da wirst du aber nicht viel machen können. Vielleicht hat er sich auch bei irgendeiner Lieferung mit eingeschlichen oder er ist aus dem Zoo weggeflogen. Du kannst ja mal im Zoo nachfragen. Vielleicht vermissen die einen. Ja, nee, es ist, er ist seltsam. Er ist anders. Ja, genau. Richtig. Wir beide sind anders. Und dieser Vogel ist auch anders. Ich weiß nur noch nicht genau, warum. Und wie anders. What? Ja, genau. Ich erschien sehr tiefe Augen zu haben. Sagen wir es mal so. What? Wenn ich das wüsste. Ich hatte das Gefühl, ich schaue ins an den Anbeginn des Universums, als ich in die Augen geguckt habe. Aha. Chimäre vielleicht? Jein. Es sah nicht chimärisch aus. Und selbst dann, warum kommt es immer wieder zu uns? Beziehungsweise, ne, hier hin. Was du jetzt sagst, also ich habe eine ungefähre Ahnung, wovon du sprichst, aber das kenne ich nicht als Vogel. Wovon spreche ich denn? Von einem Ishu. Was? Das ist doch einer von uns. Ja. Und die machen was? Hast du einem Ishu schon mal in die Augen geguckt? Nö. Doch, jetzt wo sie es sagt. Denn wenn du einen Ishu siehst, dann bleibst du vielleicht kurz an seiner schicken Kleidung hängen, aber dann an den Augen. Denn die Augen zeichnen dir den Anbeginn der Zeit und des Universums. Ah, okay. Das war's, woran du dich erinnert hast, weißt du? Ja, das... ja, die Augen sind gleich, stimmt. Warum kommt ein Ishu immer wieder hierhin? Und warum ist er in einem gottverdammten Vogel? Bist du sicher, dass es wirklich ein Ishu ist und nicht einfach ein... Ishu-ähnliches Wesen? Nein, aber ich... Who knows? Ich... Nobody knows but Jesus. Ja. Jetzt ist nur die Frage, warum hat es die Augen eines Ishu? Weil ein Ishu
ihn verzaubert hat, weil er vielleicht, keine Ahnung, teilchimärisch ist oder so. Ich weiß ja nicht, was bei Tieren so möglich ist. Vielleicht ist das selten, aber es kann es ja geben. Auf jeden Fall würde ich gerne mit ihm sprechen. Oder wie auch immer. So, try it. William hat ihn verscheucht. Tja, das wirst du wohl mit Sir William ausmachen müssen. Ja, das ist richtig. Aber der Vogel kommt bestimmt noch wieder. Don't know. Ich weiß es auch Let's nicht. See. So. Ich habe jetzt eine Verabredung auf dem Dachboden mit meiner Leinwand. Dann wünsche ich dir beide sehr viel Spaß. Oh, den werde ich haben. Das ist nicht jugendfrei, da müssen wir jetzt erstmal ein Folgenende machen. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.